Okay. Gucken wir uns weiter um, ob hier noch irgendwas ist. Sieht nicht so aus. Ich kann nicht hier. Genau, das wollte ich mal gucken. Wow, nice. Fragt mich nicht, warum ich hier langkletter. Ich versuche nur etwas zu finden. Das schaffe ich gerade auch sehr gut. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zists zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen, dafür mangelte es unserer Energie. Eine Schutzschild, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. Okay. Kann man hier hoch? Ne, sieht nicht so aus. Ne, geht auch nicht. Halt. So, links, rechts. Ah, gehen wir da lang. Ne, hier ist nichts. Denn hier sonst irgendwie nichts? Das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. Das bisschen da, was wir da gerade gesehen haben. Entweder das war halt alles oder ich bin zu dumm, um noch irgendwas zu finden. Vielleicht können wir mal mit Sean reden. Sieh dir das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Hallo Desmond, wie geht's? Wie immer. Neuer Tag, neuer Vorfahr. Wer hätte gedacht, dass du einen Templer im Stammbaum hast? Ich glaube, er fing als Assassine an. Haben ihn wohl umgedreht. Und wieder hast du recht. Ich habe unsere Archive durchsucht und anscheinend war Hathams Vater wirklich ein Assassine. Und er dann ja vermutlich auch. Zumindest eine Zeit lang. Was hast du noch gehört? Der Typ aus der Oper, Reginald Birch, Großmeister der Londoner Komtur der Templer. Er und Hathams Vater, ein Mann namens Edward, naja, sie waren alte Rivalen. Anscheinend hat Birch Hatham schon früh in die Hände bekommen und alles versucht, damit Hatham die Seiten wechselt. Ich frag mich, wie er es schaffte. Mal sehen, ob ich mehr finden kann. Er war mal ein Assassine. Dann haben sie ihn umgedreht. Ist natürlich bitter. So, jetzt rennen wir mal hier durch. Gucken, ob man hier raus kann. Komm schon, da kommst du hoch. Oder auch nicht. War es schon mal das? Dann müssen wir wohl zurück in den Animus. Darauf habe ich ja nicht gerade so Bock. Ich mag es, als Desmond ein bisschen rumzuschimmeln.
Jetzt erleben wir wohl irgendwie die Gedanken von Seo oder so. So sah das zumindest gerade aus. Oder gehen wir jetzt wieder zurück zu Haven. Zum Templer. Kanata. Ja. Ich spiele jetzt diesen kleinen Jungen hier, anscheinend das Kind von Seo und damit auch das Kind von Haven. Also auch so eine Art, auch mein Vorfahr, also der ist mein Vorfahr. Hallo Hund. Bin kein Junge, nicht fressen. Oh, da sind die Jungs. Kuschkuschheim. Muss ich Ubisoft lassen. Das haben sie richtig gut hinbekommen. Gundi Gowana Ogwaho Yaga Gundi Nagere Ga'a Tony Gunas Dinio Ne Okwari Dana Nair of the Athena Kera Nungwe Runsat Nage de Wat Feuer mit ihren Händen. Publige Magier Stardog in Athenyadu for the Nagere. Der Flussstein. Verstecken. Zora Gohadu. Is it there's a dog? Dammt. Aska Degeni Ansangayeri. Okay, 10 mal bis 10. Der Junge hat eine gute Ausdauer, wenn er mal eben bis 100 zählt. Wo können die denn Hinweise analysieren? Wo können die denn dann sein? Ohne einen Fehler zu machen. Doch noch ein Zeitlimit. Wenn er der Sohn von Haven ist, hat er auch wahrscheinlich ein paar seiner Eigenschaften. Das wäre auch zumindest denkbar und von Vorteil. Ich brauche aber immerhin... Da ist noch ein Hinweis. Ich brauche ganz viele Hinweise. Wenn ich das ohne Fehler machen will... Fehler ist wahrscheinlich in einem falschen Versteck zu suchen. Gehe ich mal jetzt von aus. Ich muss mich nicht anschleichen, ich muss nur Hinweise finden. Da ist ein Hinweis. Fußspuren schon wieder. Keinen Fehler machen. Ah! Und hier, die
Glück. Richtig Glück. Das war kein Skill. Einfach geguckt, ob das funktioniert so. Soll ich einfach mal da reinspringen? €100, der ist da drin. 100 Euro verloren. Scheiße. Wo ist denn der? Scheiße. Ein Hinweis. Pushspuren. Ja, Suchbereich eingegrenzt. Ach, der chillt da. Ach, du Kacke. Ich bin so schlecht. Das hätte ich auch schaffen können, ohne zu verkacken. Ach, ich bin so schlecht. Zähl mal bis 100, Oscar, kleiner Junge. Degeni, Oscar, Ossa, Janel, 14, 19. Er muss bis 100 zählen, der Junge. Irgendein Versteck finden. Wow, 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 der zählt aber richtig schnell. Oh, da rein. Ganz weit weg. Was haben wir hier? Oh nee. Ist aber ziemlich unhöflich, was ihr macht. Oh, Charles. Damals mochte ich dich noch. Du kommst mir bekannt vor. Wo habe ich dich schon mal gesehen? Nirgendwo, Mann. Voll in die Fresse. Das war aber nicht nett.